So, hallo zu Hause an den Empfangsgeräten live auf YouTube und hallo an alle, die jetzt live mit im Stream sind. Wir machen heute weiter mit Witcher 3 und für alle, die das jetzt auf YouTube sehen, das ist im Grunde so ein Live-Let's Play wieder, wie wir das schon öfter gemacht haben. Und die Folge hier wird jetzt auf YouTube ungefähr eine Stunde lang sein, entspricht drei klassischen Folgen quasi und somit erscheint dann auch immer nur jeden dritten Tag eben eine neue Witcher-Folge, dass ihr euch nicht wundert. Das mache ich jetzt einfach der Einfachheit halber so, wenn ich so Stream-Aufzeichnungen mache. Ich glaube, das ist das Einfachste und im Endeffekt, ne, ob jeden Tag 20 Minuten kommen oder jeden dritten Tag eine Stunde. Auch irgendwie fast wurscht, oder? Faustblitz, danke fürs Followen. Jetzt muss ich doch kurz ein bisschen lauter bei meinem Rechner hier machen. Sonst höre ich das gar nicht. Ja, jetzt höre ich was. Hallo. Okay, dann machen wir weiter mit Witcher 3, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die letzte Folge ist eh auf YouTube. Irgendwann die Woche online gegangen. Das heißt, die ist schon öffentlich. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Kümmer dich, ich muss kurz mein Bildschirm ein bisschen anders hinstellen, merke ich so. Sonst verrenke ich mir hier den Nacken. Gib mir was zu trinken. Okay. Ah. Kümmer dich um die Probleme auf dem Vermentino-Weingut. Das ist das meiner? Ist das mein Weingut? Ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt so viele andere Spiele gespielt. Genshin Impact, Ys 8 ist ziemlich gut. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Wenn man JRPGs mag oder dem zumindest nicht vollkommen abgeneigt ist, kann ich Ys 8 nur empfehlen. Das ist wirklich wie Lost, wie die Serie Lost so ein bisschen, nur cleverer. Ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber nach allem, was ich gehört habe, auch mit einem besseren Ende als Lost. Wobei das nicht schwer ist, aber auch mit einem guten Ende. Ich bin gespannt. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel sehr gut. Hat ein sehr schönes, spaßiges, dynamisches Kampfsystem. Nicht rundenbasierend, sehr schnell und actionreich, aber echt spaßig. Also Ys 8 ist toll. Okay, wir müssen kämpfen. Bitte nicht Blumen. Ah, Blumen. Warum? Womit habe ich das verdient? Ich hasse diese Blumen. Dass die, wenn die sich wegteleportieren, diese Zwiebeln erschaffen, die dann auch sofort explodieren. Das ist so gemein. Ich hasse die Blumen. Nein, roll doch, Geralt, roll doch. Roll dich wie ein Rollmops, bitte. Na, come on, dass mich das noch erwischt hat. Oh, hasse ich diese Blumen. Dreimal hauen und dann wegrollen. So, wo... Ist er tot? Haben wir einen Kopf besiegt? Nee, ich glaube nicht. Der pumpt da hinten schon wieder Knospen in den Boden. Ah, oh, Gott sei Dank. Ein weniger. Jetzt haben wir nur noch den, der da hinten voll gemein auf so einer einsamen Insel steht. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hinkommen soll. Im Kampfmodus. Na, so, okay. Oh, ich hasse die Blumen. Aber das hätten wir geschafft. Und alles nur für einen Schatz. Aber das gehört anscheinend zu meiner Hauptquest, ne? Sonst wäre der nicht so markiert. Gucken wir mal, was die hier haben. Geralt, umdrehen bitte. Danke. Ein schwerer Messingschlüssel. Dam, dam, dam.
und einen Brief auf elegantem Briefpapier. Und Fistech. Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Fistech ist doch Koks quasi. Witcher-Koks, ne? Das ist Witcher-Welt-Koks, wenn mich nicht alles täuscht. Brief auf elegantem Briefpapier. Lies diese Anweisungen sorgfältig durch, denn ich dulde kein Versagen. Erscheine morgen am abgesprochenen Ort und hol die nächste Lieferung Setzlinge ab. Wir müssen unsere Anstrengungen erhöhen, Vermentino zu infizieren. Sei unbedingt pünktlich, denn die Gruppe aus dem anderen Weingut wartet. Gezeichnet C. PS, vergiss den Schlüssel nicht. Ich kann mich wieder erinnern, ne? Da sind zwei Weingutleute, ein Kerl und eine Frau, und die beschuldigen sich gegenseitig, irgendwie was zu sabotieren oder so. Ne? So war's. Genauso. Irgendwie so. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Plötze wächst wieder aus den Büschen raus. Schneller. Ich glaube, Plötze ist in Wirklichkeit so eine Art Gott in der Welt. Ich glaube, Plötze ist so der Traveler, der geheime Beobachter. Der reist einfach in verschiedene Zeiten an verschiedene Orte und beobachtet aber einfach immer nur passiv und mischt sich nicht ein. Weil das ist schon ungewöhnlich, ne? Überall, aus dem Wasser, aus den Gebüschen, auf einmal taucht Plötze wieder auf. In den früheren Versionen von Witcher auch gerne mal auf irgendwelchen Hausdächern oder sowas. Sehr verdächtig. Immer passiv. Aber immer mit dabei, immer mit in der Action. Da stimmt was nicht mit Plötze. Ich hab dich durchschaut, Plötze. Komm schon, Plötze. So schön ruhig hier. Einfach großartig. Wölfe! Und ich hab vergessen, wie man absteigt. Ich hab's wirklich vergessen. Jetzt. Schnell, Geralt, iss den Knödel! Gut gemacht. Hatten wir nochmal Glück. Ohne Knödel. Ohne Knödel wär's knapp geworden. Ich esse immer viel zu viel. Ich esse immer in dem Spiel so Panik. In Stücke gerissen. Sobald ich Schaden kriege, esse ich einen Knödel. Dabei heilt ja so ein Knödel dank einem Skill, den ich gelernt habe, über Zeit. Lange, lange Minuten lang. Ich weiß nicht genau wie lange, aber schon sehr lange. Dieses grüne Symbol unter meiner Vergiftungsleiste, unter meiner Energieleiste. Das ist quasi, weil ich gerade einen Knödel gegessen habe, mein Heilbuff quasi, den ich habe. Und immer wenn ich was esse, es muss kein Knödel sein, dann füllt sich das quasi wieder auf. Deswegen. Hallo, Mr. Skyline. Walnussbrötchen zum Frühstück und Landsquid Stream. Das passt gut zusammen. Walnussbrötchen klingt geil. Hätte ich auch gerne. So, wir haben hier noch irgendwas zu tun anscheinend. Wir müssen uns noch umsehen. Spuren. Tiefe Spuren. Blut. Da wollte jemand nur noch weg. Oh nein, Leute, das macht die Quest sehr traurig. Ich glaube, die Wölfe waren hier gar nicht die Übeltäter, die hier alle überfallen und umgebracht haben. Ich glaube, die Wölfe haben sich nur die Überreste geschnappt. Die waren unschuldig. Jetzt mag ich die Quest nicht mehr. Wo müssen wir denn hin? Zerschmetterte Knochen. Verdammt, ganz schön stark. Spuren. Sehr viele Spuren. Mindestens drei Personen oder so, oder? Da ist irgendwas. Oh, da ist irgendwas. Oh, was zur Hölle bist du denn? Verdammt. Aber wirklich verdammt. Ein Waldschrat. Was bist denn du? Ein Waldteufel. Irgendwas funktioniert beim Teleportieren nicht wirklich, ne? Da lädt das Spiel irgendwie das Modell von ihm zu spät oder so. Das sieht komisch aus.
oder zu früh. Da ploppt er kurz auf, ne? Und verschwindet dann wieder. Ganz komisch. Zum Glück ist der eher ein Tank und weniger ein Damage-Stealer. Der haut nicht so rein. Der ist nur aushaltig wie sonst was. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Meint er die da wahrscheinlich? Kommt raus, ich tue euch nichts. Redet der mit den Wurzeln? Ich meine, hier in dem Wald ist alles möglich, ne? Wer weiß. Zum Glück haben wir unsere Eselsohren. Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Walnussbrötchen mit Majoran. Hi, Bertatron. Hallöchen, wie geht's? Aha, das war's jetzt. Kein Dialog mehr. Ich dachte, okay. That ended quickly. That de-escalated quickly irgendwie. Oh, plötzlich müssen wir zwei reiten. 1,5 Kilo Schritte. Ich weiß nicht genau, was das für eine Einheit ist. Fuß. Über 1,5 Kilo Fuß. Ich bleib bei Schritte. Ich glaube, hier wird die Welt in Schritte vermessen. Würde mich mal interessieren, ob die Witcher, ob es da so ein Canon gibt, wie die Maßeinheiten in der Witcher-Welt sind. Bestimmt wurde schon mal irgendwas in irgendeiner Maßeinheit gesagt in dem Spiel, ne? Hätte man nur aufpassen müssen. Kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich in Majoran. Oder nee, wenn Majoran die Gottheit ist, dann ist der Messwert wahrscheinlich Petersilie oder so. Wahrscheinlich haben wir noch 1000 Petersilie zu reiten. Ich hab da gerade eine Katze gehört. Im Spiel, nicht in echt. Hä? Pünktchen? Auf der Minimap? Entscheidet euch. Wo müssen wir hin? Das war auch so ein Pferdeviren aus der Soundkiste, ne? Aus dem Archiv. Aus dem allgemein zugänglichen Archiv. Nicht so schnell. Wo jeder Film und jedes Spiel sich sein Viren und sein alte Torknarzen und sein Kettenrasseln und sowas rausholt. So wie der Williams Schrei oder sowas. Das sind so Geräusche, die hört man immer wieder. Genau die gleichen. Ocarina of Time hat da auch viele. Und viele Spiele. Viele Spiele haben viele. Komm jetzt. Du bist am Donnerstag gegen Corona geimpft worden. Das ist ziemlich beneidenswert. Ziemlich cool. Hätte ich auch gern. Die erste Impfung nehme ich an, ne? Cool. Das freut mich für dich. Oh, wir sind jetzt innerorts. Jetzt darf ich nicht mehr schnell reiten. Ganz genau. Meine Gefühle werden hier von diesem NPC ausgedrückt. Ich wollte es nicht sagen, aber das Spiel, ne? Ein Kopper oder zwei? Ein Kopper oder zwei. Genau an das habe ich gerade gedacht, Spiel. Woher weißt du das? Es ist unheimlich. Ein mächtig hochnäsiger Nordling. Ganz recht. Hat er mich gemeint? Bin ich ein mächtig hochnäsiger Nordling? Wer weiß. Los, los. Los, lauf. Das sind die beiden seltsamen Berge wieder. Weiter so, Landmark. Bitte.
Ja, schon doof, dass das alles so lang dauert, ne? Mit den Impfungen. Ist schon sehr nervig. Dass jetzt noch nicht mal ansatzweise die Risikogruppen durchgeimpft sind, ist einfach echt nicht in Ordnung. Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Ja, ich wollte eigentlich absteigen plötzlich. Ich weiß nicht, warum du jetzt springst. Seit wann kann plötzlich auf Kommando springen? Das höre ich zum ersten Mal. Regis! Gibt's eine Sprungtaste? Ich dachte, plötzlich springt automatisch. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Warum macht denn der so einen Treffpunkt auf und dann ist er aus und dann ist er nicht da? Warum macht man eigentlich in der Witcher-Welt bitte Friedhöfe noch? Wirklich jetzt. Liebe Bewohner der Witcher-Welt. Ihr könnt ja, wenn ihr unbedingt wollt, weiterhin so Friedhöfe mit Grabsteinen und so machen, aber verbrennt doch alle eure Leichen vorher einfach, bitte. Weil das, ne, dann, ich meine, hier, ne, Totenfresser und so, ich versteh's nicht, was soll das? Was jetzt, du Stück Dreck? Au. Weil so wie es aktuell ist, kann doch sowieso niemand ohne Kampferfahrung und gute Waffen und Rüstungen überhaupt zum Friedhof gehen. Das ist doch dann total bescheuert. Ich habe noch nie, in dem ganzen Spiel glaube ich, noch nie einen Friedhof ohne Leichenfresser gesehen. Nein, stimmt nicht. Der Friedhof in der Stadt, innerhalb der Stadtmauern, wo Jean-Luc Picard liegt und so. Da gab es tatsächlich keine Leichenfresser, nur ein paar Geister. Na gut, das stimmt. Und ich meine, hier draußen begraben halt vielleicht nicht gerade die wohlhabendsten Leute ihre Leichen, aber verbrennen könnte man die immer. Come on! Kann mir keiner erzählen. Naja. Soll ich die Eier kaputt machen? Das stinkt vielleicht. Irgendwie schön, dass er das sagt, finde ich, ne? Das mag ich immer, wenn Spieleprotagonisten die Umgebung so ein bisschen beschreiben, gerade eben was den Geruch angeht, weil der natürlich für uns nicht erfahrbar ist. Aber das gibt dem Ort gleich ein bisschen mehr Stimmung, dadurch, dass wir jetzt wissen, dass das furchtbar stinkt und so weiter. Vielleicht suchen einem irgendwelche anderen Monster heim, wenn man Tote verbrennt, bevor man sie begräbt. Wer weiß, ne? Aber jetzt, wo du das gerade geschrieben hast, fällt mir gerade auf, man würde ja sogar noch dafür sorgen, glaube ich, ziemlich sicher zumindest, dass die nicht als Geister wiederkommen, wenn man die verbrennt, oder? Das hätte nur Vorteile. Warum tut man das nicht? Aber wahrscheinlich gibt es irgendwelche Rachemonster. Genau. Wahrscheinlich gibt es noch viel schlimmere Dinge als Leichenfresser, die vom Geruch von verbrannten Leichen angelockt werden oder sowas in der Art. Wer weiß. Ich traue der Witcher-Welt alles zu. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ich dachte, wir sind noch in einer anderen Quest. Ich muss deinen Freund finden. Aber okay. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her?
Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Das wäre eine gute Serie. Ich meine, es gibt schon eine Witcher-Serie, die cool ist, und ich bin auf die zweite Staffel gespannt. Aber ein Hexer und ein Vampir, die gemeinsam Mordfälle lösen. Das wäre ein cooler. Vielleicht gar nicht mit Geralt, könnte man einen Spin-off machen. Irgendein anderer Hexer und ein Vampir lösen Mordfälle. Der eine am Tag, der andere in der Nacht. Oder beide in der Nacht. Können Vampire in der Witcherwelt am Tag raus? Ich glaube eigentlich schon, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Manche? Es gibt ja viele so vampirartige Monster in der Witcherwelt. Naja. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis. Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Ja, das klingt nach Cyberpunk, nach Braindance. Bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Jetzt müsste Geralt nur noch eine Peitsche haben, schreibt Metatron. Das stimmt, ne? Wenn man dann in dieser Hexer- und Vampir-lösen-gemeinsam-Fälle Serie noch eine Magierin einbaut, dann hat man im Grunde schon fast wieder Castlevania. Da hast du recht. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Das klingt sehr interessant, weil, ich meine, jetzt, ne, wissen wir, darauf wird's hinauslaufen, garantiert letztendlich. Bin sehr gespannt, welches mächtige Wesen wir da herbeirufen müssen. Aber jetzt erstmal stellen wir natürlich den Absud her. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten.
Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlaff, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Ysimar reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Hat jetzt der Vampir nur noch eine Hand oder wächst die nach oder kann die der sich wieder ansetzen oder wächst aus der Hand ein zweiter Klon von ihm oder wie funktioniert das jetzt bei Vampiren in der Hexerwelt? Vielleicht kann es uns der Rabe sagen. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Vielleicht finden sie in der Gegend etwas. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Ein Schwabenrahmen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Allraunenschnäpschen? Zu einem Schnaps sage ich nicht nein. Leider ist das eher Wein als Schnaps geworden. Noch besser. Ich kenne deinen rauen Schnaps. Der lässt einen Dinge sagen, die man besser für sich behalten hätte. Was in aller Welt sollte Geralt von Riva lieber für sich behalten wollen? Du verstehst wohl nicht, Regis. Ich begrüße, dass es kein Schnaps ist, weil ich nicht darüber reden will, worüber ich nicht reden will. Oh, ich verstehe dich viel besser, als du meinst. Gestatte mir, ein Geheimnis zu offenbaren. Mein Allraunenschnaps hat keinerlei zungenlösende Wirkung. Wer ihn trinkt und redet, der wollte sich einfach etwas von der Seele reden. Schnaps ist eine willkommene Entschuldigung für die plötzliche Offenheit. Na schön, du zuerst. Willst du was loswerden? Vampire führen doch ein interessantes Leben. Sicher hast du ein paar interessante Geheimnisse. Interessiert dich was Bestimmtes? Woher kennen sich die beiden? Weiß man das? Ich leider nicht, nee. Ich weiß nicht, ob das aus den Büchern ist oder aus den Vorgängerspielen, aber irgendwie haben die eine gemeinsame Vergangenheit und ich... So wie die dargestellt wird bei ihrem ersten Treffen, gehe ich davon aus, das könnte man wissen, aber ich weiß es nicht. Aber vielleicht erfahren wir jetzt über die optionalen Dialogoptionen ein bisschen was über die Vergangenheit der beiden. Naja, fangen wir mal an. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlaff ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Damals schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod?
Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlef nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen, eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100. Das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Ich finde die Dialoge in dem Spiel einfach alle toll. Die Dialoge sind einfach so gut. Die sind einfach so gut geschrieben. Die sind interessant. Die bauen die Charaktere aus. Die sind auf so vielen Ebenen, funktionieren die für mich einfach echt gut. Das ist das Kernstück des Spiels, ehrlich gesagt. Weil das Gameplay ist nicht so toll eigentlich, ehrlich gesagt. Die Charakterentwicklung ist ehrlich gesagt so, keine Ahnung. Und, ne, aber, also im Grunde leider fast alles, was tatsächlich das Spielerische angeht, ist leider eher so mittelmäßig, finde ich. Aber die Inszenierung und vor allem eben die Figuren und Dialoge, die Stories, auch wie die Quests designed sind und so weiter, das ist eben alles wirklich top-notch. Besser habe ich das, glaube ich, fast noch nie gesehen. Also es gibt Spiele, die durchaus auch gut geschrieben sind, aber, mein Gott, wie viel fallen mir da ein? Planescape Torment und Disco Elysium und dann kommt schon Witcher 3 so ungefähr. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck. Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Okay, interessant. Das ist auch, glaube ich, eine wichtige Information, die noch wichtig für die Story wird. Denn hier wird entweder er seinen Freund oder andersrum töten müssen. So wird es. Irgendwie wird sowas passieren, ne? Garantiert. Und, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau. Anscheinend kennen die sich aus der Zeit vor Geralts Gedächtnisverlust.
Das würde heißen, dass der quasi wahrscheinlich eher aus den Büchern ist, ne? Vor dem ersten Witcher-Teil im Grunde. Wahrscheinlich. Sind Vampire in dieser Welt früher mal Menschen gewesen? Ich glaube nicht, nee, oder? Zumindest wahrscheinlich nicht die höheren Vampire. Ich weiß jetzt nicht, ob er mal ein Mensch war. Vielleicht, wahrscheinlich, eventuell schon. Keine Ahnung, vielleicht schauen wir nachher mal in die Codex-Einträge und gucken uns mal ein paar Einträge zu den Vampiren an. Da erfahren wir vielleicht noch was drüber. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Manchmal bei so einer charaktergetriebenen Figur, die Geralt schon auch ist, macht es gar keinen Sinn, dass ich hier die Antwort wähle. Das interessiert dich am meisten. Ob ich gerne Hexer bin? Mich interessiert manches. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Antworte bitte. Ich habe es mir nicht ausgesucht, Hexer zu sein. Es war mein Schicksal. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich einen anderen Beruf ergriffen. Einen, bei dem ich nicht ständig mein Leben riskieren muss. Und der mir vielleicht sogar etwas Respekt einbringt. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Nicht, dass ich wüsste. Und? Was gibt es? Geralt saß gerade auf der Luft. Weit keine Kobolde und keine Blender. Können Hexer wohl. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Eine Zeitblase. Ein täglich grüßt das Murmeltier Loop. Das würde alles erklären. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern.
Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Ja, aber vielleicht kennt sie keine Fleckenwichte. Genau haben sie beobachtet? Das Gebiet um das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Ein Löffelfluch. Na dann, auf zum Wicht. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Hoi! Jetzt machen Level-Ups wieder Sinn. Hey, ich wünschte echt, ich wäre früher in dieses DLC-Gebiet gegangen und hätte früher diesen neuen Skillbaum freigeschaltet, weil ich habe schon so viel Fähigkeitspunkte für irgendwelche Fähigkeiten verschwendet, die ich nie benutze und die mir komplett wurscht sind. Und hier kann man tatsächlich noch sinnvolle Sachen lernen. Wie zum Beispiel, Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Und an Monstern. Punkt. An allen Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer als 25%, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Ich habe mir das beim ersten Mal lesen schon gedacht, das sind so viele Sonderregeln und Dinger, die auftreten müssen, damit das auftritt. Aber was ich daraus lese, ist 25% mehr Schaden gegen manche Gegner. Also passt schon. Nehmen wir. Warum nicht? So, genau, das war's auch schon. Aber hey, cool. 600 Meter, das klingt nach einem Fall für Plötze. Ah, da hinten, okay. Plötze hat keinen Bock. Lauf, Plötze. Eigentlich wollte ich ja gar nicht die Hauptstory machen, ne? Aber jetzt würde mich die Villa mit dem Fleckenwicht halt schon interessieren, muss ich sagen. Aber eigentlich wollte ich doch noch ein paar Nebenquests machen, weil sich unter den Nebenquests sicher noch ein paar Schätze befinden. Vielleicht lassen wir dem Fleckenwicht einfach mal noch ein bisschen Fleckenwicht sein. Der Vampir muss jetzt eh erstmal wegen der anderen Zutat forschen. Der braucht bestimmt eh noch Zeit. Und wir schauen uns erstmal noch ein paar andere Nebenquests an. Die Schatzsuchen und auch die Hexeraufträge, aber vor allem die Schatzsuchen sind meistens nicht die besten Quests. Aber machen wir auch. Aber jetzt machen wir erstmal das hier, glaube ich. Vater weiß es eben nicht. Sprich mit den Männern, die den Auftrag ausgeschrieben haben. Ach so, wir haben einfach einen Auftrag vom Anschlagbrett angenommen. Okay. Auf der quirligen Straße Baglair oder so fand Geralt einen Aushang. Jemand sucht eine Eskorte, um in eine Höhle vorzustoßen. Na dann. Der Hexer beschloss, die Gelegenheit am Schaffe zu ergreifen. Jetzt wollte ich noch mal kurz in unser Bestiarium schauen. Und mal kurz zu den Vampiroiden, oder wie die heißen. Muss mal kurz. Ah, hier, Vampire. Da kennen wir schon einige verschiedene Sorten von Vampiren. Das sind so die niederen Vampire einfach, ne? Hier, die Katakane. Katakane und ihre gefährlichen Verwandten, die Nosferatu, stellen die Verkörperung der menschlichen Angst dar. Sie verstecken sich in Schatten, sie ernähren sich von Blut
Sie gleichen riesigen Fledermäusen, aber sie haben längere Zähne. Hey, ich frage mich wirklich, ob hier die Hexer einfach nur alle Blutsauger unter die Kategorie Vampire setzen oder ob zum Beispiel eben die Ikimen wirklich verwandt sind mit den höheren Vampiren. Würde mich schon interessieren, ob es da auch einen Verwandtschaftsbezug gibt. Ob wir das hier erfahren? Nur der Durst nach Blut und schon der erste Satz erklärt uns die Frage, die ich gerade gestellt habe. Nur der Durst nach Blut verbindet höhere Vampire mit ihren entfernten und sehr viel primitiveren Verwandten, den Ikimen, Alps, Katakane und ähnlichen Wesen. Höhere Vampire sind Menschen tatsächlich sehr viel ähnlicher als die fledermausartigen Blutsauger. Sie gleichen uns nicht nur in ihrem Aussehen, sondern teilen auch unsere Intelligenz und Vorlieben. Dies bedeutet, dass sie nicht in weit entfernten Wäldern kauern oder sich im Schatten verstecken. Im Gegenteil, sie mögen Städte besonders gerne, wo sie sich ein täuschend normales Leben führen. Selbst Hexer sind nicht in der Lage, sie sofort zu erkennen, da ihre Medaillen bei der Anwesenheit höherer Vampire vollkommen ruhig bleiben. Trotz aller Ähnlichkeit dürfen wir einen grundlegenden Unterschied nicht vergessen. Anders als Menschen sind höhere Vampire unsterblich. Diejenigen, die ihnen im Kampf gegenüberstehen und überlebt haben, lassen sich an einer Hand abzählen. Ja, okay. Das klingt so, als wären die keine Menschen mal gewesen, quasi. Schauen wir mal noch die Bruxae oder so. Bruxae. Zum Glück für uns alle sind Bruxae seltene Kreaturen. Viele von ihnen leben weit fort von der Zivilisation, da sie sehr auf ihre Sicherheit bedacht und sich nur an Orte ansiedeln, an denen sie Überraschungsangriffe ausschließen können. Wenn sie beschließen, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten. Also, ich glaube, das sind wirklich ganz eigene Kreaturen, die nichts mit Niesen zu tun haben und mit Menschen auch nicht. Im Grunde. So wie sich das angehört hat, kamen Vampire auch erst später in die Hexerwelt, ne? Die kamen wahrscheinlich erst mit dem letzten Kataklysmus in die Hexerwelt. Am Anfang waren ja, glaube ich, die Gnome. Dann kamen so die Zwerge und die Elfen. Dann kamen die Menschen und die Monster so nach und nach. Ich weiß gar nicht, wie viel Kataklysmen es gab, aber das waren ja immer so Wellen. So ist gut. Okay, weiter geht's. Ich meine, vielleicht kamen Vampire auch gleichzeitig mit Menschen, das kann schon sein. Er hat nur gesagt, dass man Menschen und die älteren Völker mit Respekt behandelt. Na gut, aber er hat auch gesagt, weil die vorher da waren, ne? Insofern, wahrscheinlich sind Vampire erst später gekommen und haben somit sowieso nichts mit Menschen zu tun. Schneller. Ich meine, das Ende der Hauptstory von Witcher 3 impliziert ja quasi auch das Reisen durch verschiedene Welten im Sinne von Planeten, durchs Weltall. Vielleicht sind Vampire Aliens. Vielleicht sind alle, die hier leben, Aliens. Also, abgesehen von den Halblingen, die hier auf dem Planeten oder in der Welt schon immer gelebt haben, könnten alle anderen auch wirklich einfach nur Außerirdische sein, quasi. Oder außer, wie auch immer, die Welt von Witcher heißt. Vielleicht kommen ja die Menschen, die hier leben, sogar von der Erde. Ursprünglich. So mittelalterliche Menschen von der Erde, die quasi durch einen Kataklysmus aufgesaugt und in die Gnomenwelt gespült wurden. Wer weiß, könnte sein. Oder so Paralleluniversumsgeschichte könnte auch sein. Beides vielleicht so ein bisschen. So eine Prise Alien, dann ein paar Paralleluniversumsmenschen oder so. Man weiß es nicht. Aber cool ist es. Gehst du mit mir Ratten jagen? Gier und Lust übertrumpfen die Tür. Du solltest doch meine Klinge polieren. Aber das... Wo müssen wir eigentlich hin, Plötze? Wie weit müssen wir eigentlich noch reiten? Noch 500 Schnittlauch. Boah. Gut, dass wir zu Pferde reisen. Zu... Plötze? Langsam. Magst du nicht die Brücke überqueren oder so?
Eine unsichtbare Plötzewand. Na super. Wie lange ist es denn her, dass die Menschen und die Monster in der Welt gekommen sind? Lange. Ich weiß nicht, wie lange, aber lange. Hä? Warum ist denn hier eine unsichtbare Wand, die Plötze davon abhält, über die Brücke zu reiten? Was ist denn hier los? Also die Timeline weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung, aber definitiv hunderte, wenn nicht tausende Jahre sind diese Kataklysmen schon immer getrennt anscheinend. Heya! Heya! Ich kann nicht anders. Wenn er das sagt, habe ich sofort den Song in den Ohren. Heya! Ach, Plätze. Ist da ein Puma oder sowas? Plätze, da passen wir lieber ein bisschen auf. Dem gehen wir aus dem Weg. Bergpuma lassen wir lieber. Es sah aus gerade. Vielleicht was ganz was anderes. Es sah aus wie eine Großkatze. Aber vielleicht halt nur in meinem Kopf, ne? Das kann schon sein. Okay, wir haben ja eine Monsterhöhle und da müssen wir auch rein. Hilfe! Helft uns! Bitte, helft uns! Ich bin ja schon da. Was ist denn hier los? Monster! Monster, dort in der Höhle! Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder! Der ist noch da drin! Kennen wir nicht schon den Charakter, der so heißt? Hilf uns, hol ihn raus! Den Hugo, wir zahlen den kann ich mich erinnern. War das euer Aushang wegen der Eskorte? Ja, das war er. Und nicht ohne Grund, wie es scheint. Nach ein paar Tagen ohne Interessenten haben wir die Expedition alleine riskiert. Wir waren Dummköpfe. Wir hätten Geduld beweisen und warten sollen. Armer Hugo, ob er heil davon kommt? Was hat euch denn angegriffen? Was weiß ich? Wir sind gerannt, so wie der Boden erzitterte. Zum Ausgang. Nur Hugo ist in die andere Richtung gelaufen. Es kamen also Monster aus dem Boden? Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Wir sind gelaufen. Wir haben uns nicht umgedreht. Warum seid ihr da eigentlich reingegangen? Wir haben uns verlaufen. Habt ihr die Höhle mit der Hauptstraße verwechselt? Beim Haar an meinem Kinn, welche Rolle spielt es, ob wir spazieren gegangen sind oder Seewands gepflückt haben? Hugo ist da drin, in schlimmer Gefahr, das zählt. Holst du ihn nun da raus oder nicht? Jede Sekunde zählt. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Wahrscheinlich ist es eine Falle. Wahrscheinlich locken die arglose Abenteurer in die Höhle, wo sie dann von Banditen überrumpelt werden oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe mich schon so an Geralts Ohren gewöhnt. Die gehören irgendwie schon ganz zu... Es ist witzig, jetzt wo du sagst, fallen mir die erst wieder auf. Ich habe die schon gar nicht mehr gesehen, die Ohren. Die sind für mich auch schon so normal irgendwie. So ein Hexer ohne Ohren. Ich glaube, das ist einfach so eine Hexermutation, diese Ohren. Können manchmal wachsen. Na gut, vielleicht ist es auch keine Falle. Aber ich mache jetzt 15% mehr Schaden, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen Monster. Au. Oh, da kommt der Ikimo-Krieger. Wenn das ein Krieger ist, dann bin ich die Königin, die ich sehen von denen. Aber ich befürchte, das werden wir früher oder später, oder? Kann ich mir vorstellen. Au. Giftig sind die auch noch und jetzt haben sie mich voll umzingelt. Ich muss echt unbedingt erstmal die Kleinen töten, weil die mich sonst die ganze Zeit voll Combo. Das war gerade ein Critical Finishing Super Move. Ich hätte meinen Wirbelzwirbel Zauberwind machen sollen. Das wäre gut gewesen.
Naja, soll ich die Eier kaputt machen? Vorsichtshalber. Die sind bestimmt nicht gut fürs örtliche Ökosystem. Das ist halt wirklich was, ne? Wenn da bei so einem... Das denke ich mir immer wieder. Aber mein Gott. Mein Gott. Da ist mein naturwissenschaftliches Interesse zu groß bei sowas. Aber in der Welt, wo durch einen Kataklysmus plötzlich solche Monster, solche insektenartigen Monster, die sich vermehren können, wie blöd, wenn die plötzlich in so ein Ökosystem eingeführt werden, dann können erstmal alle Beutetiere sowas von aussterben. Also, dass hier noch Rehe im Wald rumhoppeln, ist total unrealistisch. Wenn solche Jäger und dann auch noch die Drachenmonster und alles Mögliche, wenn solche Jäger plötzlich in dieses Ökosystem kommen. Und die haben ja scheinbar keine andere Nahrungsquelle als Hasen und Rehe und was sonst so in der Welt rumläuft. Komischerweise sind das immer nur Jäger, die durch den Kataklysmus da angekommen sind anscheinend. Und dann würden in der Konsequenz höchstwahrscheinlich auch andere Beutetiere, die schwächer sind, so wie Wölfe und sowas, aussterben. Oder müssten sich dramatisch anpassen, und zwar schnell. Insofern macht das Ökosystem im Witcher-Universum überhaupt keinen Sinn. Aber, come on, ich rede hier über ein Videospiel-Ökosystem. Kein Action-Videospiel-Ökosystem macht in irgendeiner Form Sinn, weil die immer nur aus aus Jagdtieren bestehen, weil die natürlich Gegner für den Spieler sind. Und so Beutetiere sind im Grunde immer nur so Beilage, die man so ein bisschen für die Stimmung in den Wald streut. Insofern ist es natürlich eine unsinnige Diskussion. Aber ja. Muss ich hier noch nach irgendwas... Weil der Zielsuche mit Hilfe des Hexers sind es noch Spuren. Ah ja. Ah ja, da haben wir sie schon. Ein Schwert. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Schwarzer Bildschirm. Jetzt sind wir von hinten überfallen worden, oder? Und sind tot. Game over steht jetzt auf dem Bildschirm. Hallo? Spiel? Geht's noch weiter? Oh, der Sound hört auf. Was war das jetzt? Naja. Hätte hier eine Cutscene kommen sollen, oder? Mein Medaillon hat gerade vibriert, auf jeden Fall. Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. War das Bild nur bei mir jetzt gerade weg? Nee, oder? Das war wirklich weg. Ich überlege, ob das vielleicht nur ein Fehler im Stream-Programm irgendwie war. Die Capture Card, dass die kurz abgeschmiert ist oder so. Aber keine Ahnung. Hi, Time Lord, wie geht's? Das war auf jeden Fall weird. Feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Das ist eine heiße Quelle. Wie heiß ist sie denn? Anscheinend... Mann, ist das heiß. Oh, doch. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. So cool. Wie ein Hexer möchte ich auch sein, ne? Dass man bis zu den Knien in der Quelle steht und sagt, Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Das kochende Wasser läuft mir in die Schuhe und meine Waden sind schon ganz verbrannt. Das ist ja ungünstig. Wäre mir lieber, wenn das nicht so wäre. Aber gut, was soll man machen? Wie lange schützt mich denn Quen? Aha, jetzt nicht mehr. Jetzt kochen wir wieder. Frische Hexersuppe. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Hab gestern rausgefunden, dass ich auf der Series X ein paar Games auch mit Maus und Tastatur zocken kann. Aha, es ist aufregend, schreibt Timelord. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja interessant. Also ich bin sowieso ein Controller-Kind. Ich spiele alles lieber mit dem Controller, wenn es geht.
Es gab wirklich schon, muss ich peinlicherweise sagen, Spiele, die ich auf dem PC nicht spielen wollte, weil sie keinen Controller-Support hatten und ich gerade zu faul war, mich richtig an den Tisch zu setzen mit Maus und Tastatur. Aber grundsätzlich ist das natürlich cool, ne? Wenn die das von Haus aus unterstützen. Das war dann so, oh ja, auf das Spiel habe ich Bock. Ach so, das unterstützt jetzt keinen Controller. Ah, da müsste ich jetzt, nee, okay, dann spiele ich lieber was anderes. So Gedankengänge gibt es öfter bei mir. Für mich ist Maus und Tastatur leider einfach so ungemütlich. Sag mal, Geralt, ich weiß überhaupt nicht, was wir machen müssen. Nur, dass wir schon wieder kochen hier. Muss ich da gar nicht rein eventuell? Ist das nur so optionaler Schatz? Vielleicht folge ich einfach mal den Blutspuren. Bin ich von da gekommen oder... Ach, guck. Da ist der Hugo. Na dann. Bist du, Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde! Gauner! Hurensöhne! Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Ark mit Controller ist nicht gerade prickelnd. Ich habe Ark nur mit Controller gespielt und hatte da eigentlich nicht so Probleme damit. Aber vor kurzem, ich habe jetzt Mount & Blade wieder entdeckt, weil das im Game Pass ist. Und habe das gespielt. Und Mount & Blade ist ein super cooles Spiel. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn der zweite Teil mal released offiziell. Der ist ja schon im Early Access. Aber da will ich mir den Spaß gar nicht dran verderben. Da warte ich, bis der wirklich released ist. Und dann... Ne, Mount & Blade ist super. Aber die Controller-Umsetzung von der Steuerung ist so furchtbar. Also grundsätzlich funktioniert das wunderbar im Kampf und so. Das passt schon. Aber in der Menüführung ist das so bescheuert. Weil du hast dann nach einer gewissen Zeit halt... Muss man sich so vorstellen, das ist so ein mittelalterliches Kampfspiel im Grunde. Da rekrutiert man so Bauern und die levelt man hoch und dann rüstet man die auf. Und irgendwann wird halt die Armee, die man so hat, in Echtzeitkämpfen wird dann gekämpft, schon ziemlich groß. Da hat man dann schon hunderte von Leuten. Die sind zwar in Kategorien gestaffelt, also alle Novizen sind in einer Kategorie und alle Ritter in der zweiten Kategorie und so weiter. Aber dann steht schon eine relativ lange Liste. Und wenn du irgendwen aufleveln willst, dann gehst du quasi die Liste durch, klickst den an, den du hochleveln willst und dann kommt an der Seite ein anderes Menü. Und am PC mit der Maus ist das alles kein Problem. Du klickst in der Liste auf den du hochleveln willst und klickst dann auf das, zu was du ihm hochleveln willst. Da gibt es immer verschiedene Pfade. Aber am Controller haben die das so bescheuert umgesetzt. Weil du quasi immer in der Liste oben startest, dann scrollst du nach unten zu dem, den du willst, dann springst du rüber in das andere Menü, wählst da die Punkte aus, die du machen willst und springst dann zurück in die oberste Position der Liste und musst dann wieder runter scrollen. Und wenn du dann irgendwie 10, 20 von deinen Einheitentypen verbessern willst, dann scrollst du halt 20 Mal diese Liste ziemlich weit nach unten und das ist einfach nur frustrierend und bescheuert, ey. Ah, genauso beim Ausrüsten der Helden im Team. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Da hätten die wirklich... Also, das ist furchtbar. Das ist einfach schlecht umgesetzt. Aber trotzdem ein super Spiel. Auch mit Controller. So, Entschuldigung. Ich bin gerade... Ich war in Gedanken. Hugo. Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monar. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monar. Berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang... Ich bin tiefer reingelaufen.
Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja! Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Na, guck. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komm drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Warte! Sieh mal da, meine Brüder! Sie haben ein paar Strolche gedungen. Strolche? Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Oder sie wollen dich retten. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Und haben deswegen Krieger engagiert. Sonst töten sie mich. Weil ich so lange gebraucht habe. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Wirst du mich beschützen? Ich bring doch wegen eines Familienkrachs um ein paar Ersatzteile niemanden um. Ich glaube außerdem nicht, dass das stimmt so. Und dann redet ihr drüber und begrabt den Streit. Ganz genau. Aber wenn sie angreifen, beschützt du mich, ja? Wenn sie unprovoziert angreifen. Gehen wir. Da denkt er mit, der Geralt, ne? Wenn sie unprovoziert angreifen. Nicht, dass der jetzt großartig anfängt und dann... Ja, ja. Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum glaube ich das nicht? Hör mal, uns ist klar geworden, dass dieser Krach völliger Unsinn ist. Idiotisch. Die hätte wer weiß was zustoßen können. Das hätten wir uns nie verziehen. Lucien hat recht. Wir müssen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten, wie Vater es wollte. Ihr sagt, ihr habt gute Absichten, aber was ist mit diesen Männern? Das sind Jäger, die ihr Lager in der Nähe haben. Sie haben uns gesehen und gefragt, ob wir ihre Hilfe brauchen. Du warst ziemlich lange da drin. Mit diesen Männern wollten wir dir zu Hilfe kommen. Hab ich's mir doch gedacht. Klingt plausibel, die Geschichte. Na schön. Gut zu wissen, dass ihr euch jetzt vertragt. Ich muss dann wirklich weiter. Natürlich. Deine Bezahlung. Wir danken dir für deine Hilfe. Wenn du mal in der Nähe bist, komm in den Schlauberger. Superber Cognac, einer der besten. Mach ich. Bis dann. Cool. So, was haben wir denn als nächstes auf unserer To-Do-Liste? Level 29 ist die Hauptquest. Ich mache wieder mit meiner alten Regel weiter, dass wir alle Quests der Reihe nach machen, die niedrigleveliger sind als unsere Hauptquest. Weil warum nicht? Okay. Weinfäden. Ah, das war das, was ich vorher eigentlich dachte, ne? Kümmer dich um die Probleme auf dem Weingut. Genau, und irgendwie sind wir dann in die Hauptquest übergesprungen. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, ehrlich gesagt. Aber gut, Wein ist wichtig, das weiß jeder. Doch in Toussaint ist Wein heilig. Als Geralt sich in einer Fehde zwischen zwei berühmten Winzerfamilien wiederfindet, welche von Matilda de Vermentino und Liam de Coronata repräsentiert wurden, wusste er, dass er sich auf dünnem Eis bewegt. Dennoch entscheidet er sich für eine Seite und beschloss, Lima zu helfen, die Probleme auf dessen Weingut zu beheben. Genau, das war die Quest, von der ich ganz am Anfang geredet habe, des Streams jetzt und der Folge auf YouTube. Dass sich da zwei Winzer gegenseitig vorwerfen, dass die sich sabotieren oder sowas. In der Art war das irgendwie, ne? Ja, ja. Die wollte ich eigentlich machen. Dann, so ist das bei so Open-World-Spielen, ne? Und eine Stunde und 10 Minuten später denkt man sich so, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Irgendwie mit Vampire Schnaps trinken und irgendwelche Rieseninsekten in Höhlen kaputt hauen. Dabei will man doch eigentlich nur ein Weingut inspizieren. Plötze
Wo bist du? Hörst du mich rufen? Aha. Plötzlich ist schon lustig. Was Dima macht, wo Dima spawnt, wo Dima hängen bleibt. Lauf, Plätze! Doll, dolles Pferd. Boah! Nice, aber den greifen wir jetzt nicht an. Nur wenn er unprovoziert angreift. So machen wir das. Angler, Vorsicht, riesiger Monsterdrache über dem Wald da drüben, nur dass du es weißt. Nicht, dass du bald zum Geangelten wirst. Was hat denn Plötze für ein Problem mit Brücken heute? Los, was ist denn los? Wo kommt denn diese plötzliche Brückenphobie her? Du machst Berge aus. Hey, warte mal, da ist ein komisches Symbol auf der Karte und irgendjemand schreibt, hey, komm doch mal her, bitte. Schauen wir doch mal, was hier los ist. Warte mal, aber das Symbol ist ganz woanders. Der Weinhändler. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob. Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Arachnomorphe. Ich spiele den DLC jetzt zum ersten Mal. Deswegen ist das für mich noch alles ganz neu hier und ganz spannend. Und bis jetzt muss ich auch sagen, der ist super, super, super gut. Die Hauptstory gefällt mir bis jetzt echt gut. Die Dialoge mit dem Vampir sind super. Und die Passierschein A38 Nebenquest ist wahrscheinlich die beste Nebenquest, die das Spiel bis jetzt zu bieten hatte. Und ich hatte schon viele gute Nebenquests. Insofern, sehr gut. So schnell passiert, ne? Gerade wollten wir wieder zum Weingut und jetzt sind wir schon wieder in irgendeiner Höhle und sollen hier Arachnophoben, unsere Arachnophobie überwinden. Aber welche Quest ist das jetzt? Töte die Monster in der Höhle. Naja, es widerspricht unserer mach immer die Quest, die niedrigleveliger ist als die Hauptquest-Regel, aber passt schon. Schauen wir uns mal um. Die sind schon eklig, ne? Geralt, Igni! Und robust sind die, robust! Was der jetzt eingesteckt hat, der kleine Wicht. Dunkel ist es hier auch noch. Habe ich einen Katzentrank zufällig? Keine Zeit. Ah! Ach, come on! So richtig, richtig scheint ihn jetzt Feuer aber auch nichts anzuhaben, ne? Ich versuch mal was anderes. Machen wir die mal zu unserem Verbündeten. Sollen die sich gegenseitig einspinnen? Warte mal! Was soll denn das? Warum? Warum hat das nicht funktioniert? That escalated quickly.
Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich hätte vorher meditieren sollen. Verdammt nochmal. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet für den Scheiß. Sofortiger Tod. Huiuiuiuiui. Ich glaube, wir meditieren. Was? Jetzt erstmal ein bisschen hier. Unter den Spinnenkadavern. What could possibly go wrong? Öl. Ja, stimmt, ne? So Mechaniken benutze ich in dem Spiel immer gar nicht. Aber das wird sogar Sinn machen, die richtigen Öle und sowas auf die Klinge zu schmieren. Aber das mache ich nie. Warum meditiere ich eigentlich gleich den ganzen Tag gleich? Ja, kann ja nicht schaden. Das stimmt. Da achte ich immer gar nicht drauf, auf Öle und sowas. Das ist so eine Mechanik, die habe ich ausgeblendet, weil ich die nicht mag. Ich bin kein Fan davon, wenn man immer sich... Also, ne, von der Idee her finde ich die Idee eigentlich voll charmant, dass man sich vor jedem Kampf über seine Gegner informiert und dann quasi die richtigen Tränke braut und sich vorbereitet. Auf dem Papier total schön, in Wirklichkeit... was, dass ich nach ungefähr 10 Spielstunden maximal sofort ignoriere, weil es mich nervt. Leider. Da habe ich nicht die Geduld dazu. Weil, wie gesagt, in der Theorie ein toller Gedanke. In der Praxis eher so nicht meins. Aber in manchen Fällen, so wie jetzt, wäre es tatsächlich sinnvoll. Vor allem, ich befürchte ja fast, dass jetzt dann gleich noch irgendwie die Königin kommt, ne? Müsste fast so sein. Zum Glück betäubt unser Schwert ständig. Ist noch ein Knödel. Sadala. Verbesserter Donner könnte ich auch mal nehmen, auf jeden Fall. Naja, Leute, wir machen jetzt hier mal Schluss kurz. Also nur kurze Pause. Hi, Idolem, hallo. Kommst gerade zur kurzen Pause. Für alle, die das jetzt auf YouTube gucken, ist jetzt für heute Schluss. Aus der geplanten Dreierfolge wurde jetzt sogar eine Viererfolge. Ich verabschiede mich jetzt von euch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.